Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Orgelpfeifen-Update. Unser Sprecher ist der Benjamin. Ihr habt vielleicht den ersten Teil dieses Talks auf dem 35C3 gehört oder euch die Aufzeichnung dazu angesehen oder seid hinterher motiviert, das im Nachhinein zu tun. Es gibt also noch mehr Inhalt dazu und das jetzt ist das Update zum Talk vom 35C3. Wie immer gilt, Feedback sehr gerne ins Pad, Kommentare ins Pad, Fragen, Anregungen in jeglicher Form. Wir sind da alle sehr happy drüber. Ausdrücklich auch über Feedback, das vielleicht nicht nur Lob ist. Und damit wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit Benjamins Vortrag. Ja, hallo. Ihr braucht den Vortrag vom Kongress nicht gesehen zu haben, um das jetzt zu verstehen. Ich mache noch ein bisschen Basics. Genau genommen möchte ich jetzt über die Grundlagen von Klangerzeugung bei Blasinstrumenten reden und dann zeige ich zwei neue Orgelpfeifen. Das wäre quasi ein Update. Aber es geht auch ohne Vorwissen. Erstmal zeige ich was. Das ist gar keine Orgel. Das ist eine Trompete und eine Orgelpfeife. Das sind ja beides Blasinstrumente. Und wenn ihr jetzt noch andere Blasinstrumente euch vorstellt, wie zum Beispiel ein Didgeridoo oder eine Klarinette, und überlegt, was haben die wohl gemeinsam, dann fällt auf, das Rohr. Die haben irgendwie immer so ein Rohr. Und tatsächlich ist das so, außer bei durchschlagenden Zungen, also Mundharmonika und so, ist es ein Grundmerkmal von Blasinstrumenten, dass sie diesen Resonator haben. Und dann gibt es noch etwas anderes, der Generator. Bei den Resonatoren, also ich habe bei den Orgelpfeifen jetzt immer so Plastikröhre genommen, aus praktischen Gründen. Aber die Resonatoren sind normalerweise, also wenn man Musikinstrumenten baut, tatsächlich ein ganz wichtiges Merkmal des jeweiligen Instruments. Also hier nochmal die Trompete. Das ist eine Barocktrompete, die hat nichts außer ein Rohr und einen Trichter. Ich habe noch nicht mal ein Mundstück, weil ich gar nicht Trompete spielen kann. Und der Unterschied zwischen einer Trompete und einem Horn ist, bei der Trompete ist die meiste Zeit das Rohr gleich dick. Und erst an dem Trichter wird es weiter. Und ein Horn hat generell ein weiteres Rohr und es wird auch früher weiter und es hat einen viel größeren Trichter. Das ist quasi der Unterschied, also der grundlegende Unterschied zwischen der Trompete und dem Horn, diese Form des Rohres. Ja. Wie gesagt, das ignoriere ich meistens bei diesen 3D gedruckten Orgelpfeifen, weil ich der Einfachheit halber einfach so ein Rohr aus dem Baumarkt benutze. Und das andere ist der Generator. Das bedeutet, also Generator bedeutet in dem Zusammenhang etwas, was diese Luft in dem Rohr zum Schwingen anregt. Man bläst an eine Flöte rein und dieser Luftdruckunterschied zwischen in meinem Körper und in der Flöte verwandelt sich in eine Schwingung, also in eine rhythmische Bewegung im weiteren Sinne. Und das wiederum führt dazu, dass in dem Rohr eine stehende Welle entsteht, die wir dann hören können als Ton. Hier habe ich also so eine 3D gedruckte Orgelpfeife, die habe ich tatsächlich jetzt am Wochenende erst programmiert. 01513. Sieht aus wie eine zerdrückte Cola-Dose, aber klingt ganz normal. Und der Generator dazu, den habe ich einfach mal auch ausgedruckt. Ja, das ist einfach nur so ein Teil von dem Ding. Und wenn ich da reinpuste, macht es auch einen Ton. Klingt aber ganz anders. Es ist so ein farbiges Rauschen. Und der Generator und der Resonator muss zusammenpassen. Bei einer Flöte ist das Rohr wesentlich dicker als bei einer Trompete im Verhältnis zur Länge. Das ist wichtig, sonst funktioniert es nicht. Also braucht einen Generator und einen Resonator und die müssen irgendwie gut zusammenarbeiten. Jetzt komme ich zu der ersten Pfeife, die ich vorstellen möchte. Da habe ich ein Stück Fahrradschlauch auf einen Rahmen gespannt und da ist ein Loch, da kann man reinpusten.
Ich habe das Diaphon genannt. Das ist organologisch nicht ganz korrekt, aber Diaphon ist tatsächlich so der nächste Verwandte. Also es gibt so eine Art Orgelpfeife, die nennt sich Diaphon. Und was ich da jetzt mache, ist, ich schiebe das auf mein Rohr. Leider muss das den richtigen Druck haben und das passiert nicht immer sofort, deswegen werde ich jetzt vielleicht ein bisschen rumprobieren müssen. Ich puste mal rein. Ja, schon ziemlich gut. Was da halt passiert, wenn ich jetzt reinpuste, ist, der Luftdruck ist neben dem Rohr, also hier, dann höher und er entlädt sich rhythmisch. Das macht, dass es schwingt. Ich gehe davon aus, dass sowas niemals in einer Kirchenorgel vorkommen wird. Das ist ein Nebelhorn. Also das ist was, was bei Schiffen verwendet wird und Leuchtturmen. Aber das hat so ein bisschen einen schnarrenden Klang. Ja, ich zeige es nochmal. Und das macht es, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt ein Makerspace eine Orgel bauen möchte, könnte man das vielleicht als Ersatz für Zungenpfeifen benutzen. Und ich finde diese Pfeife auch aus pädagogischen Gründen schön, weil man dem Generator so bei der Arbeit zugucken kann. Das geht sonst halt nicht. Also bei einer Labialpfeife funktioniert es so, dass die Luft geht da rein und die kommt durch den Schlitz. Ja? Es ist immer gleich, bei allen Labialpfeifen funktioniert es genauso. So, die kommt durch den Schlitz und dieses Ding hier heißt Labium. Und dieses Luftband, das geht abwechselnd außen und innen an dem Labium vorbei. Und das macht halt dieses Pulsieren, was dazu führt, dass wiederum eine stehende Welle in dem Rohr entstehen kann. Und hier kann man das sehen, weil also es sieht aus wie so ein, bei einem Schleichinstrument, eine schwingende Saite. Sieht man wahrscheinlich sogar im Video. Cool. Ja, das war's damit. Und die andere Pfeife ist im Prinzip eine Labialpfeife, aber das Labium geht um die ganze Pfeife aus ringsrum. Ich habe auch mal einfach einen Generator in größer ausgedruckt, dass man das besser sehen kann. Also da ist der Schlitz. Der geht außen ringsrum und der bläst auf das Labium, was jetzt hier diese Kante ist, in dem Fall. Ja, wie gesagt, also technisch gesehen ist es eine Labialpfeife. Das gibt es seit 2003. Also seit 2003 wurde es zum ersten Mal gebaut. Es gibt zwei Orgelbaufirmen, die das bauen, Kuhn und Hay. Aber komischerweise gibt es dazu noch gar keine organologischen Fachartikel zu. Also ich halte das für ziemlich heißen Scheiß, hat aber noch keiner geschrieben. Ich puste mal rein. Jetzt kann man das gut bauen, weil jetzt kann man einfach präzise fräsen und also jetzt haben wir Metallbautechniken, mit denen sowas einfach super gut geht. Aus Orgelmetall das zu bauen, ist totaler Quatsch. Ja. Eine Sache, die noch besonders interessant daran ist, jetzt besonders für mich, ist, die Tonhöhe ändert sich weniger mit einem unterschiedlichen Luftdruck. Also bei einer normalen Labialpfeife, das ist jetzt normal, aber wenn ich unterschiedlich dolle puste, also ich habe es jetzt überblasen lassen, ist eh ein bisschen dolle, wenn ich jetzt selber mit der mache, die überbläst auch, aber diese Schwankung vorher ist deutlich geringer. Und das ist natürlich interessant, wenn man versucht, irgendwas mit Dynamik zu machen. Und eine der Orgeln, die solche Pfeifen haben, ist die Vox Maris. Die steht draußen in Seoul, also wurde für die Expo gebaut. Und die hat wohl mit nur einem Register einen Dynamikumfang zwischen 85 und 130 Dezibel, was unglaublich viel ist. Also es ist nicht nur sehr, sehr laut, was wichtig ist, weil das Ding steht draußen, sondern es ist auch ein unglaublich großer Dynamikumfang für
ein Ding, was letzten Endes eine Flöte ist. Das ist es eigentlich, was ich so erzählen wollte. Vielen Dank fürs Zuhören. Gibt es denn Fragen? In der Tat gibt es Fragen. Die erste Frage, die man dir stellt, ist: Hast du schon eine komplette Orgel gebaut? Und wenn ja, zeigst du sie uns? Nein, habe ich nicht. Habe ich auch nicht vor. Also der Status mit diesem Orgelbauprojekt ist, bei dem Kongressvortrag war es so, dass ich nach einem Ventil gesucht habe letzten Endes, und das Problem mit dem Ventil ließ sich bis heute nicht lösen, und solange es keine Lösung für das Ventilproblem gibt, baue ich auch keine Orgel. Aber immer mal das kam durch eine Publikumsfrage. Meistens kommt irgendjemand mit irgendwas an und dann mache ich nochmal ein Modell. Aber letzten Endes, also eine Orgel baue ich nicht. Aber wenn ein Makerspace eine Orgel bauen will, könnt ihr mich fragen, dann kann ich euch ein paar Sachen... Ein Prosa 3 Mark. Dann möchten Menschen von dir wissen, welchen 3D-Drucker du nutzt, um deine Teile zu produzieren. Ein Prusa 3 Mark. Okay, danke. Und wie stark musst du Teile nachbearbeiten, damit das dann richtig pfeift? Fast gar nicht. Also das ist so, die Modelle sind alle so konzipiert, dass sie fast ohne Nachbearbeitung funktionieren. Also ich habe tatsächlich das gerade eben erst aus dem 3D-Drucker geholt. Und der Grund, weshalb ich das mache mit diesem 45 Grad schrägen Labium, ist, dass das unglaublich viel Stützstrukturen spart. Das heißt, ich habe jetzt, also wenn ich das drucke, habe ich nur hier ein kleines bisschen Stützstruktur und innen ein Hauch. Das heißt, es ist super leicht nachzubearbeiten, und dann benutze ich so einen Integrator und mache die Enden ein bisschen weniger pieksig und fertig. Also ich mache nicht mit Aceton rum oder irgendwas. Okay. Dann möchten Menschen gerne wissen, kann man auf die Membran drücken, um den Ton zu verändern? Das können wir ja mal zusammen ausprobieren. Also wenn ich die anfasse, dann hört es eigentlich schon auf zu klingen, ne? Aber wenn ich daneben drücke, das können wir mal ausprobieren, das könnte vielleicht Sinn ergeben. Ich hab noch ein anderes, das hier. Das habe ich mal gemacht, weil ich dachte, ich sei super schlau. Da ist quasi dieses Teil schon mit, das Rohr schon mit eingedruckt. Und da hört man, dass der Generator erstmal nach überhaupt nichts klingt. Aber wenn ich auf die Membran fasse, dann hört es einfach auf zu klingen. Okay. Und jetzt stellen Menschen eine leicht philosophisch angehauchte Frage: Wozu machst du das Ganze, wenn du eigentlich keine Auge bauen willst? Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist so gewachsen. Also... Ich hatte ja mal, also als ich angefangen habe damit, wollte ich ja Orgel mit Dynamik bauen. Zum Teil war es auch einfach so, und habe ich auch einfach Bock, Sachen zu open sourcen. Also diese Pfeife mit dem 360-Grad-Labium
war halt vorher nicht veröffentlicht. Genau, also zum Teil ist es spaßig, was zu open sourcen. Und ich mache auch einfach unglaublich gerne 3D-Modellieren. Also das ist für mich eine angenehme Tätigkeit. Also ich habe tatsächlich von diesen komischen Orgelpfeifen, die aussehen wie eine zerdrückte Cola-Dose, habe ich jetzt die letzten Tage mehrere modelliert, einfach aus Spaß. Okay, jetzt werden wir nicht mehr alle Fragen schaffen, die im Pad stehen, aber ich stelle jetzt noch eine. Es gibt Didgeridoos mit verstellbarer Rohrlänge, so ähnlich wie eine Posaune. Gibt's das auch bei Orgelpfeifen, um die Tonhöhe zu verstellen? Ganz selten. Es gibt sowas bei... Also, erstens, nein, das gibt's nicht. Zweitens, das gibt's natürlich trotzdem. Und zwar gibt es das ganz, ganz selten bei sehr großen Orgelpfeifen, weil die sehr teuer sind, sodass man ein C und ein Cis auf einen Ton legen kann. Oder ein D und ein Dis. Und dann, also Töne, die, Basstöne, die nie zusammengespielt werden, da gibt es manchmal so eine Verheiratung, aber ansonsten eigentlich nicht.